Klassische Einheitsbrei. Yes, ein Porridge zum Pre-Workout und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik, der ein oder andere wird mich mittlerweile sicherlich schon kennen. Und zwar gibt es heute ein neues Video aus meiner Wettkampfvorbereitung für die nächste Meisterschaft. Und zwar befinden wir uns jetzt mittlerweile 4 Days out zur IMBA Hungary. Und dementsprechend werden jetzt nochmal die Feinschliffe gemacht. Und heute ist tatsächlich mein letzter Low-Day, mein Lieber. Ja, es geht jetzt ab, tatsächlich. Morgen noch mal ins Laden, aber heute noch mal ein bisschen pushen von. Ja, sieht schon ganz gut aus. Ist ja wieder ein bisschen bleich geworden, ne? Aber das kommt ja mit der Farbe. Venös sieht auf jeden Fall, denke ich, ganz vielversprechend aus, ne, würde ich sagen. Und jo, jetzt gibt es erstmal ein Pre-Workout, danach geht's ab ins Training. Heute steht eine Oberkörper-Session auf dem Programm und im Video wollen wir auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, was wir letzten Endes jetzt geändert haben von der Ladestruktur der IMBA Netherlands und der IMBA bzw. der GmbF. Ja, ist eigentlich egal zu welchem Wettkampf, sondern einfach nur, was sich im Prinzip stark oder weniger stark verändert hat zur letzten Peak Week. Ich glaube, es ist ziemlich interessant eigentlich, die Veränderungen. Gerade auch im Hinblick dessen, dass ich jetzt einfach deutlich regenerierter bin, habe ich tatsächlich eine relativ entspannte Situation jetzt vor mir, denn ich fühle mich eigentlich noch ziemlich fit, ich fühle mich noch ziemlich ready und das ist ein starker Kontrast zur GmbF. Ich bin nicht mehr so aufgeregt, was bei der GmbF auch ein Faktor war. Und ja. Vielleicht ist das auch, weil der Wettkampf nicht allzu wichtig ist für dich. Du würdest den Wettkampf, den wir jetzt, also auf den wir jetzt fahren werden, nicht der wichtigste in der kompletten Reihenfolge. Ja, ja, deswegen bist du auch ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Ich glaube auch. Natürlich fahre ich hin, um zu gewinnen. Natürlich habe ich alle Hausaufgaben gemacht, weil ich sag mal so, die WM, das sind ja auch die Vorbereitungen auf die WM, die ich jetzt mache. Aber bei dem Wettkampf erwarte ich mir jetzt, also so, es ist so, ich will gewinnen, safe. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich eine Brocard unbedingt brauche, dass ich seit 4,5 Jahren auf die GmbF hinarbeite und die gewinnen möchte. Und es ist so, dass mein Hauptwettkampf in der nächsten Woche ist und der volle Fokus eben darauf liegt. Und jetzt diesen Wettkampf nehme ich zur Zeitüberbrückung mit. Nichtsdestotrotz wird ordentlich gepusht und das Beste gegeben. Aber jetzt gönne ich mir erstmal mein Pre-Workout und dann geht's ab ins Training. Sieht schon ziemlich geil aus, oder? Kann man so nehmen, ja. Cremige Konsistenz ist da. Der Trick ist, nicht mehr so viel Wasser nehmen. Auch wenn das Volumen tatsächlich ein bisschen flöten geht darunter, nicht mehr so viel Wasser nehmen. Und ich habe auch gemerkt, dass es den Porridge besser tut von der Konsistenz, weil mich viele gefragt haben, wenn man es einfach vorher lang köcheln lässt. Ja, also tatsächlich, ich mache dann immer noch ein bisschen was an Arbeit nebenbei. Lass es einfach so 20 Minuten hier auf der Herdplatte stehen. Die meisten haben wahrscheinlich nicht so viel Geduld und Porridge ist ja normalerweise auch in der Off-Season so Meal. Soll einfach ziemlich schnell gehen, ne? Aber könnt ihr mal ausprobieren. Weißt du, wenn du immer das Gleiche isst, ne? Immer wieder dieses Porridge, dann musst du halt auch irgendwann mal anfangen, irgendwas anders zu machen. Weil ich glaube, sonst drehst du durch. Weil ich könnte den Einheitsbrei spätestens nach einer Woche nicht mehr essen. Du isst das seit 50 Wochen glatt jetzt, ne? Und das jeden Tag. Du bist komplett geisteskrank. Komplett geil. Aber es schmeckt mir immer noch wie am ersten Tag. Egal, ich esse das nicht nur in der Prep tatsächlich. Ist das immer? Ich glaube, ich esse das schon. Off-Season geht schon lang, ne? Mittlerweile. 4,5 Jahre am Stück, glaube ich. Also, wenn ich von den 4,5 Jahren, außer abgesehen von Urlaub etc., wo ich mein Porridge nicht zur Verfügung hatte, wenn ich von den 4,5 Jahren vielleicht 2 Wochen dabei hatte, an denen ich kein Porridge gegessen habe, dann ist es schon viel. Ich nenne es gestört, ich nenne es Ambition. Seiner Kamera-Rundfahrt für die Story. Alles für die Story. Da sieht man auch mal, wie ich mein Meal liebe, mein Lieber. Ich muss von jedem Meal einfach eine Kamera-Rundfahrt machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch auch so ein Freak ist und sein Essen fotografiert. Ja, ob ihr das macht oder nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich mache vor jedem Essen und jedem Meal ein Foto. Das Maximal, was ich von meinem Essen fotografiere, ist, wenn ich irgendwas Geiles esse, was du nicht essen darfst, um es dir dann zu schicken. Freunde muss man haben. Dann brauchst du wenigstens keine Feinde mehr. Aber ja. Jetzt habe ich gerade hier die Bilder schon gefilmt gehabt. Die hast du ja zum Geburtstag bekommen. Sind schon echt, echt richtig cool. Ziemlich nice geworden, ne? Also Alina, meine Freundin, hat mir hier fürs Home Gym
beziehungsweise für unser Büro ein paar Bilder geschenkt. Sehr, sehr geile Aufnahmen. Das sind auf jeden Fall Aufnahmen, die fürs Leben bleiben. Ich freue mich schon, wenn wir die in unser Büro hängen können. Beziehungsweise das Büro ist ja jetzt auch bald fertig. Das Büro ist, es schreitet voran. Also wir machen auf jeden Fall Progress. Bald fertig ist relativ, weil wir jetzt erstmal natürlich auch eine Zeit lang in Wien sind. Aber wir kommen auf jeden Fall auch beim Büro voran. Das ist ein Progress zu beobachten. Und ich freue mich schon mega auf das Einrichten. Die finden definitiv einen Ehrenplatz da drin. Ich hab dir ja schon gesagt, ich mach so einen Pappaufsteller in lebensgroß einfach so neben dich, wo du in irgendeiner Pose stehst. Ja, dann läufst du ins Büro rein und pappt dir erstmal Daniel in der Maus-Maskeller entgegen. Oder der, ja, der wäre auch nicht schlecht. Der wäre geil, einmal so in Lebensgröße, das wäre auf jeden Fall fresh. Vielleicht gibt's ja sowas, wäre geil. Den darf man nicht kaputt machen, ey. So. Letzter Schluck. Monster tanken, was da in deiner Hand? Pump-Booster, auch beides schon getankt, also gerade in Craft 22 Gramm plus 8 Gramm Kreatin, bleibt Standard-Stack vor jedem Training. Mit dem Code KWK bekommt ihr bei Evo Sports Fuel die besten Supplements plus auch den stabilsten Rabatt. Ist der Pump-Booster gerade verfügbar bei Evo oder noch nicht? Der ist nicht verfügbar, aber gut, dass du fragst eigentlich, weil viele Leute haben mich auch in Instagram per DM gefragt, wann denn nochmal ein kleiner Restock kommt, und es wird nicht mehr lange dauern und dann kommen einige neue Produkte auch mit an den Start. Es gibt eine kleine Revolution vom Pump Booster, also eine Pump Booster 2. Pump Booster 2. Ja, also geschmacklich wird das Ganze nochmal etwas angepasst. Freue mich auf jeden Fall mega schon auf die zweite Version. Plus es kommen noch ein paar neue Subs und wie gesagt, vor jedem Training auch ein kleines Monster. Hab aktuell heute schon, seitdem ich wach bin, 4.45 Uhr bin ich übrigens aufgestanden. Richtig stabil, super Nacht wieder gehabt. 2 Kaffee drin, 300 Milliliter plus ein Monster. Also bin heute so bei kurz über, denke ich, 300 Milligramm Koffein. Und ja, damit kann man, denke ich, auch in die nächste Einheit starten. Plus ein Powernap. Oh, plus der Powernap, der ist ganz wichtig gewesen heute, ja. Genau. Und jetzt geht's ab in eine Oberkörper-Session. Musste ein bisschen was umschieben aufgrund der letzten Tage, damit ich auch nochmal wirklich leer werde. Legs, Oberkörper, Legs. Oberkörper oder Lower, Upper, Lower, Upper. Ne? Das ist mal ganz fernab vom normalen Plan eigentlich, ne? Ja, ein bisschen. Und dementsprechend. Aber das beantwortet schon die Frage, die ich dir gestellt hätte. Was hast du denn jetzt umgestellt fürs Peaken? So, du hast das jetzt schon beantwortet. Ja, aber perfekt. Das auch nicht direkt fürs Peaken. Das geht ja jetzt hier, obwohl doch die letzten Tage mit den Entladetagen vor dem Peaking sind natürlich auch in gewissermaßen Teil des Peakings. Und dementsprechend gibt es hier auch ein bisschen was noch an Entladetagen, bevor es dann zum Laden geht. Also Glykogenspeicher einmal maximal entleeren. Dadurch jetzt auch mit 2 Upper und 2 Lower Sessions. Und dann gibt es morgen einen Tag Rest. Und dann werde ich nochmal 2 Pump Sessions on top machen. Und dann sollte die Form auch auf jeden Fall passen. Perfekt. Sauber, bleib dran. Komm. Letzte paar Zentimeter, das kriegst du noch zusammen. Noch ein Stück. Jawohl, jetzt. Digga, kraftmäßig hast du eigentlich jetzt an der Übung nicht allzu viel verloren. Ich habe jetzt gesehen, okay, vorher in der Incline ein bisschen was eingebüßt, ein bisschen was in der Tiber eingebüßt, aber hier halt nicht. Hier geht ziemlich gut tatsächlich, muss ich sagen. Wie ist auch? Wie sieht's aus in letzter Zeit? Diäterscheinung, Kraftverlust, Hungergefühl, Schlaf? Aber da gibt es viele Faktoren, ne? Sind sehr viele Faktoren. Ich habe ja im letzten Video schon drüber gesprochen, was man gegen Muskelverlust in der Diät auch tun kann. Und da sind wir auch auf das Thema Kraftverlust eingegangen. Und hier habe ich auch viele Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man da auch so ein bisschen entgegenwirken kann. Und ich denke, fällt halt viel mit einer guten Trainingssteuerung und einem gut aufgestellten, angepassten Programming. Aber man muss sagen, jetzt nach der dritten Woche, glaube ich, wir sind jetzt in der dritten Trainingswoche nochmal, Ende der dritten Trainingswoche, nach der GmbF und jetzt langsam fangen die Ermüdungserscheinungen dann doch nochmal an. Also die Lowdays waren ja jetzt dann doch auch schon ein paar mehr. Und wie viel hast du jetzt gehabt im Stück? Jetzt gerade 4, dann hatte ich 3 Tage Pause und vorher waren es mehr 8 oder mehr. Ja, 8 waren, glaube ich, davor noch im Stück. Waren doch ein paar mehr. Weil du bist gleich nach der GmbF relativ schwer raus und hast dann wieder 3 gedroppt, 3 Kilo knapp. Genau, so war es. Und da hatte ich tatsächlich noch relativ wenig Ermüdungserscheinungen, weswegen die Diet-Kalorien nicht so wirklich schwer waren einzuhalten. Jetzt muss ich aber sagen, nachdem ich noch mal ein bisschen was an der Form gepusht habe und... Was hattest du denn heute Weight in?
Heute hatte ich 77,0 und gestern auch, also zweimal Lowest Weigh-In, auch wenn es nur um 0,1 Kilo leichter ist als das vorherige Lowest, aber der Gewichtsschnitt pendelt sich sehr weit nach unten ein und das korreliert auch gerade wieder ziemlich stark mit Diät-Syndromen. Also der Schlaf war lange nochmal besser. Ich habe auch jetzt oft über 6,5-7 Stunden geschlafen, tatsächlich war nur ein oder zweimal nachts wach, aber mein Auge fängt nochmal an zu zucken. Das wird jetzt aber nochmal schlimmer. Ja, das ist immer so ein kleines Symptom dafür, dass ich tatsächlich vielleicht doch nervig ein bisschen drüber bin und halt eben die Diät wirklich anstrengend ist. Und zudem ist es so, dass ich, wie gesagt, auch vom Schlaf jetzt die letzten Nächte nicht mehr so guten Schlaf hatte. Der Pump wird gerade auch nochmal ein bisschen weniger, obwohl er noch gut da ist, aber es wird weniger und dementsprechend es geht schon wieder ziemlich stark mit Diät-Symptomen einher und ich bin gespannt, was die Leute gleich zu meiner Form sagen, weil ich glaube, die Form ist aktuell dann doch... Ist absolute Bestform. Ja, ist absolute Bestform, also braucht man sich nichts vormachen. Das letzte Form-Update war schon relativ gut und da waren wir 16 Days out, ne? 16 Days, ja. Das Richtige, also hier unten meinst du, im Jorm Gym war das letzte jetzt vor genau 12 Tagen, glaube ich. Ich würde sagen, wir machen auch gleich nochmal ein Form-Update, oder? Ja, safe. Machen wir mal einen Vergleich, weil... Einmal drüber gucken. Einmal das letzte Mal die flache Form vor NBA angefangen. Bevor das richtige Laden anfängt, aber man sieht hier schon extrem. Wird gut, meine Freunde. Jetzt aber erstmal das Training beenden. Entladetraining vor der IBA Hungary und ich bin auch durch. Ja, aber kognitiv sind wir jetzt beide nicht mehr ganz so frisch. Ja. Aber ein Form-Up-Check war echt eine gute Session, ja. So, und jetzt gibt es noch einen kleinen Form-Check für euch. Ich bin selbst gespannt, wie das Ganze jetzt mit ein bisschen Pump aussieht. Beine sind auf jeden Fall komplett frittiert mit Muskelkater. Also ich merke jetzt über den Tag, kam schon einiges an Ermüdung noch drauf. Habe jetzt 11.000 Schritte auch. Ja, habe heute insgesamt 700 Kalorien drin, haben jetzt 17 Uhr, 11.000 Schritte, 2,5 Stunden Training, also was man halt alles so macht, seit 4 Uhr irgendwie jetzt wach. Mit Powernap? Mit Powernap, halbe Stunde. Jo, aber Leute, schauen wir uns die Form an. Und da ich ja auch nicht so viel gegessen habe, denke ich, wird es zwar flacher, aber trotzdem vielversprechend. Der Core ist jetzt endlich mal komplett frei. Der war schon ewig nicht mehr so frei, ne? Bein kriegt auch neue Cuts. Sieht man gut hier? Den sieht man gut. Ja, also. Den sieht man gut. Und hier die ganzen Venen auf dem Beinbeutel, die kamen auch neu, ne? Also, ja, Riesenstück Fleisch ist jetzt eher nur noch Muskel übrig geblieben, Muskel und Vene, ne? Ja, der ist schon halt richtig tief ist der jetzt geworden. Man sieht hier ganz gut auf den Videos, dass wir nicht unbedingt mit Photoshop faken müssen, was man hier sonst immer postet, ne? Man sieht das auch so. Das ist extrem, echt. Sidechest, sehr brachial. Schulter kriegt auch langsam Venen. Was heißt langsam? Der Glut ist einfach todesfrei, Mann. Da ist nichts mehr. Das ist einfach eine schöne Walnuss. Und das war's. Das ist nicht normal. Ich glaube, so auf dem Video wird dir keiner glauben, dass du flach bist. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Der Core sieht richtig gut aus jetzt. Das ist echt. Ja, ich glaube auch. Es hat gut lang gedauert jetzt, nach der GmbF nochmal den Core frei zu bekommen. Aber es ist wirklich gut geworden jetzt. Damit kann man zufrieden sein. Auch Beine sind geschreddert, also die sind tot. Also fürs Posing jetzt vielleicht ja, gerade nach dem Beintraining gestern, aber ja. Frei sind sie alle mal. Ja, ich denke auch. Also ging auf jeden Fall gut. Also ich wüsste auch jetzt nicht mehr, wo noch krass viel Fett zu holen ist. Klar, Glut geht immer noch ein bisschen, aber Zeit ich spüre schon so niemals. Mittlerweile mehr Haut geworden. Ne? Ja, du hast auch relativ lockere Haut am Glut, ne, durch die ganzen Wachstumsstreifen und sowas. Da wird sich das immer so anfühlen, als wäre da noch Restfett drin. Aber der ist ja jetzt auch leer, ne? Ja, er ist leer. So, und wenn der voluminös wird und das drückt gegen die Haut, dann sieht das natürlich auch nochmal anders aus. Eben. Aber overall sehr zufrieden mit der Form. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Form haltet. Ich denke,
Wir sind auf jeden Fall ready für das Laden, ready für die NBA, hungry und auch langsam ready dann für die WM. Also viel ist nicht mehr zu holen, meine Freunde. So, aber gegen Ende jetzt, um das Video abzuschließen, eine letzte Frage muss ich dir noch stellen. Wir haben das letzte Mal, wie viel haben wir geladen? So, Peak-Laden, also der höchste Ladetag war 800, ne? Zum Glück laden wir, ne? Ja, ja, klar, wir laden. Du lädst und ich unterstütze dich dabei, also wir laden. Ja. So, ich lade ja sowieso die ganze Zeit eigentlich. Dauer am Laden. Ja, ich glaube, es waren 800, 850. 850 werde. 850 am dritten Tag. Und dieses Mal werden wir auch mit der Ladestrategie so reinstarten, dass wir erst von 3 Tagen anfallen. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und da ich bei dieser Meisterschaft jetzt um 19.15 Uhr das erste Mal auf der Bühne stehe, haben wir den ganzen Samstag eben noch zum Justieren. Entweder tapern wir das Ganze runter und ich esse nicht mehr so viel. Trinkstopp. Oder machen Trinkstopp. Oder gehen eben da tatsächlich dann noch mal ein bisschen härter rein. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich hier ziehe. Nee, das war jetzt sogar den ersten Tag mit 850 Gramm Carbs lade. Dann das ist aber schon mehr als alle anderen Male. Genau. Der erste Tag ist schon der Maximaltag gewesen vom letzten Wettkampf. Ja, und eventuell geht das dann nochmal hoch auf 900, 950, je nachdem. Wir sammeln ja auch immer noch Erfahrungswerte für die WM, wann ich dann Spilled bin oder eben nicht. Aber bei der GmbF war ich auf keinen Fall Spilled. Also, safe nicht, nein, nein. Da war ich sogar nächsten Tag nochmal praller und da hatte ich an dem Tag der GmbF nochmal 650, 700. Aber du warst halt auch stark gestresst, ne, wegen all dem. Vielleicht hast du da auch nochmal was liegen gelassen. Das kann schon sein, obwohl die Form halt schon wirklich brachial war. Die war brachial, aber es geht besser. Wir sehen jetzt, dass es noch besser werden kann. Es kann nur besser werden. Wird auf jeden Fall noch besser. It's not my final form. Würde Freezer sagen, genau. Stabiler Typ. Yes. Okay, verabschiedete Leute, Bro. Peace out, meine Freunde. Like das Video, kommentiert, was ihr zu kommentieren habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Wer nicht liked hat, dünne Arme. Yeah.